Liebe Freunde, meine Damen und Herren, unser heutiger Gesprächspartner ist Herr Professor Ludwig Pfeiffer. Ganz herzlichen Dank, lieber Professor Pfeiffer, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ludwig Pfeiffer ist Literatur-, Medien- und Kulturwissenschaftler. Er ist Anglist und hat an den Universitäten Siegen und der Jacobs University in Bremen gelehrt. Und Herr Professor Pfeiffer ist Mitglied des Trägervereins der Villa Vigoni. Professore, Sie haben mit das Symposion, eine, wie ich finde, wirklich große, hochgelehrte Studie vorgelegt zu einem Thema, das im Untertitel nochmal präzisiert wird: sozialer Zusammenhalt in Geschichte und Literatur. Es geht also um sozialen Zusammenhalt in Geschichte und Literatur. Symposion, so wie Ihr Titel lautet, oder Symposium, wird ja heute bisschen banal, landläufig quasi synonym mit Treffen, Meeting, Seminar, Kolloquium und so gebraucht. Also wir sprechen auch hier oft in der Villa Vigoni, wir machen ein Symposium zu einem Thema. Sie lesen aber in Ihrer Studie Symposion als Chiffre für soziale Kohäsion, also als eine besondere Form von Interaktion und Kommunikation. Symposion lesen Sie als oder benutzen Sie als Schlüssel für eine große Sozial- und Kulturgeschichte, für eine gewaltige Tour d'Horizon durch die europäische Geschichte, beginnend mit der griechischen Antike bis in unsere aktuelle Gegenwart. Und es ist klar, dass die Frage nach Zusammenhalt, aber eben auch die Figur des Symposions uns in Covid-Zeiten ganz besonders betrifft. Aber die Ursprungsidee Ihrer Studie ist ja älter als Covid. Was hat Sie zu diesem Thema animiert? Das ist eigentlich ganz nebenbei passiert. Als ich emeritiert wurde, fiel mir auf, dass ich ein Buch, das ich schon lange mal gelesen haben wollte, immer noch nicht gelesen hatte, nämlich oder nicht gründlich genug gelesen hatte, nämlich die griechische Kulturgeschichte von Jakob Burckhardt. Und in die habe ich mich dann rein vertieft mit immer größerer Faszination. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass Burckhardt an zahllosen Stellen auf das Symposion Bezug nimmt. Ja, das Symposion, nicht das Symposium natürlich, das Symposion, zur eigentlich grundlegenden Institution der klassischen Antike Athens macht, wichtiger als alles andere. Er sagt ausdrücklich, dass nichts anderes den griechischen Geist so gebildet hat wie das Symposion, und zwar den Geist und aber eben auch andere Eigenschaften des Menschen, sodass das Symposion in meiner Terminologie, das Symposion in Athen in meiner Terminologie so etwas wie eine implizite Anthropologie darstellt. Eine implizite, keine Theorie der Anthropologie, kein Aufzählen von Wesenseigenschaften, aber doch ein Spektrum an wichtigen Eigenschaften der menschlichen Existenz, angefangen von physischen, körperlichen bis hin ins Hochgeistige, hat man alles, was man braucht, vom Spielerischen bis zum Ernst. Und im Laufe dieser Lektüre begann man in Deutschland vor allen Dingen zu klagen darüber, dass der soziale Zusammenhalt womöglich gefährdet sei. Und ich habe versucht, diese beiden Tendenzen, also meine Lektüre von Burckhardt, im Verbund dann auch mit einer Theorie der Geselligkeit, weil das Symposium eine Form der Geselligkeit ist, und zwar der Theorie von Simmel, die mich genauso beeindruckt hat als Theorie, wie Burckhardt als Kulturhistoriker des Symposions. Das habe ich dann versucht zusammenzusehen. Und diese beiden Tendenzen gewissermaßen, den Burckhardt und den Simmel,
und die Klagen über mangelnde soziale Kohäsion. Es hat ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, in Deutschland ganz merkwürdige Klagen gegeben. Zum Beispiel, dass der soziale Zusammenhalt, da er nicht mehr durch Kirche, Gewerkschaften, Politik und dergleichen mehr gewährleistet sei, vollends verschwinden könnte. Man hat diese Klage geführt, beispielsweise bei der 6:0 Niederlage der Fußballnationalmannschaft gegen Spanien. Und man hat die Klage geführt, als man herausgefunden hatte, dass in Deutschland in den letzten Jahren 20 oder 30% der Bäckereien und Metzgereien geschlossen haben. Auch dabei hat man befürchtet, dass das zu Auflösungserscheinungen der Nation führen könnte und so weiter. Und deswegen habe ich versucht, dem Schicksal des Symposions, das bei den Griechen, bei den Athenern für den Zusammenhalt gesorgt hat, zu sehen, was daraus geworden ist. Das ist wirklich hochspannend, weil sich für mich bei der Lektüre zwei Fragen ergaben. Das eine jetzt mal von der konkreten Studie Burckhardts über die griechische Antike abgesehen, was berechtigt sozusagen dazu, diese Form von Geselligkeit als hermeneutisches Instrument zu nehmen, um sich über Gesellschaften klar zu werden, was sie zusammenhält, und dann die große Frage, lässt sich sozusagen eine Geschichte des Symposions oder eben der Geselligkeit, wie Simmel sagt, durch die Jahrhunderte verfolgen? Und was ist es dann möglicherweise, was je Verbindlichkeit stiftet? Denn ich glaube, die Sorge um den Zerfall der Gesellschaft, der modernen Gesellschaften, in nachnationalen, globalisierten Zeiten ist ja vor allen Dingen die Sorge um das Fehlen verbindlicher Standards, an die sich alle irgendwie halten. Ja, man sollte vielleicht das zur Einleitung, man sollte vielleicht nicht zu viel über mangelnden Zusammenhalt, mangelnde Kohäsion, mangelnde Kohärenz moderner Gesellschaften klagen, denn die Differenz, der Streit, die Diskussion gehört nun mal dazu. Und insofern kann man die Rede von der fehlenden Kohärenz auch übertreiben. Andererseits hat es in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch ein Übertreiben der Differenzen gegeben. Differenz ist ja das Zauberwort, mit dem die Systemtheorie operiert hat. Inzwischen ist es ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und man hat es vielleicht doch etwas übertrieben, die unendlichen Differenzierungsprozesse seit dem 18. Jahrhundert. Das Symposion als implizite Anthropologie stellt nicht etwa eine einheitliche Orientierung gegen der Differenzierung gegenüber, sondern führt eine Reihe von Bestandteilen eines moderaten gesellschaftlichen Zusammenhalts auf, die auch zum Teil immer wieder fehlen können und fehlen müssen, sodass es die Form des griechischen Symposions in späteren Zeiten nicht mehr gibt, wohl aber immer noch Impulse in der Form bestimmter Elemente des alten Symposions vorhanden sind. Und das berechtigt, denke ich, dazu, nicht etwa eine Liste von Elementen aufzustellen, die da sein müssen, wohl aber zu sehen, wie viel überhaupt noch von solchen tendenziell einheitsstiftenden oder zumindest zusammenhaltsstiftenden Elementen da ist. Und da haben wir vielleicht die Abwesenheit solcher Elemente etwas zu stark betont, ja. Im Horizont der Weltgesellschaft vor allen Dingen. Ja, das leuchtet mir ein. Und ich würde gerne auf diese Wandlungen des Symposions durch die Jahrhunderte hindurch, die Sie ja sehr eindrucksvoll beschreiben und für die Sie Autoren, Schriftsteller, Kunstwerke aufrufen und nicht eben auch Kulturhistoriker und Kultursoziologen natürlich, aber eben vor allen Dingen auch die Quellen der Literatur selbst. Darauf würde ich gerne gleich nochmal kommen, vielleicht aus der Aktualität
hier kommend die Frage, inwieweit hat dann eben doch der Schock von Covid diesen Gedanken, was hält die Gesellschaft eigentlich zusammen, zumal wenn wir uns noch nicht mal mehr physisch sehen dürfen, also das klassische gemeinsame Essen, Trinken, miteinander reden, ist lange Zeit weggefallen. Wie hat es Ihren Blick auf Ihr Thema verändert? Also Covid hat die Situation mit Sicherheit verschärft. Das ist gar keine Frage, wie Sie schon gesagt haben. Wenn die Möglichkeiten auch elementaren Kontakten so beschränkt werden oder jedenfalls in Gefahr sind, so beschränkt zu werden, dann ist das zunächst einmal schwer zu verkraften. Und ich denke mal, die medizinischen Folgen sind bereits zum Teil jedenfalls absehbar. Das ist gar keine Frage. Man wird sich, denke ich, daran gewöhnen müssen, so habe ich das formuliert, dass man mit der Digitalisierung, mit der man ja Covid gewissermaßen zum Teil zumindest, wenn ich das so formulieren kann, aushebeln kann bis zu einem gewissen Grade, dass man die Digitalisierung noch mehr zu einer menschlichen Angelegenheit macht, also sie ein Spektrum dieser einer möglichen impliziten Anthropologie mit hineinnimmt, um die gröbsten Auswirkungen von Covid, zumindest im Umgang mit Sachen und Menschen zu beheben, sodass zum Beispiel das, was wir jetzt hier machen, schon eine Art Ersatz für den physischen Kontakt darstellen kann. Nicht gänzlich, aber doch zum Teil. Mehr lässt sich im Moment nicht machen und man muss abwarten, wie es weitergeht, wenn Covid mal vorbei ist, ob man wieder zu älteren Formen zurückfinden kann oder nicht. Zum Teil spielen sich natürlich Formen des physischen Kontaktes ohnehin von selbst wieder ein. Das heißt, die Leute kümmern sich nicht um die Vorschriften, die ihnen befehlen, solche Kontakte zu unterbinden. Aber der Einschnitt ist sicherlich gravierend, das ist gar keine Frage, aus meiner Perspektive. Was mich auch sehr bei der Lektüre überzeugt hat, ist, dass Sie sozusagen den Wandel beobachten, ohne am griechischen Modell so weit festzuhalten, dass alles Spätere irgendwie nur noch Schrumpfformen von Symposion sein können, sondern eben sozusagen jede Gesellschaft oder jeder Moment, jeder historische Moment, jede Staatsform auch letztlich ihre Geselligkeitsform nicht produziert, aber damit sozusagen interagiert. Da wäre meine Bitte, ob Sie uns vielleicht diese Transformationen oder Highlights daraus noch mal ein bisschen darstellen können hier in unserem Gespräch. Es sind keine Schrumpfformen, wie Sie sagen, das ist richtig. Wohl aber würde ich denken, dass sich im Laufe der Jahrhunderte die Probleme, die mit dem Symposium aufgeworfen werden, nämlich die soziale Kohäsion, schon etwas stärker gezeigt haben. Es ist nicht so, dass alle Möglichkeiten geschwunden sind, aber die Schwierigkeiten, so etwas wie Kohäsion herzustellen, sind doch im Laufe der Zeit größer geworden. Vielleicht darf ich einfach das mir naheliegende Land, nämlich England, erwähnen. In England ist es seit, wie lange ist das jetzt her, 700-800 Jahren klar, dass wir nicht, wie man immer glaubt, eine Demokratie vor uns haben, die aufgrund demokratischer Gepflogenheiten den Zusammenhalt herstellt, sondern eine Oligarchie, sodass der Zusammenhalt theoretisch jedenfalls immer etwas gefährdet ist, nur durch Gewohnheit gewissermaßen nicht so stark in den Vordergrund tritt. Die England ist seit der Magna Carta, die man immer für ein Dokument demokratischer, also zusammenhaltsfördernder Maßnahmen gehalten hat, was nicht stimmt, das ist von vornherein eine aristokratische Angelegenheit gewesen. Und diese Tendenz hält sich durch die gesamte Geschichte Englands seit dem 13. Jahrhundert durch, bis hin zu Boris Johnson. Vielleicht darf ich erwähnen, das ist eine Anekdote, aber es ist doch vielleicht eine bezeichnende Anekdote, dass mit Johnson vielleicht diese Tendenz so übertrieben worden ist, dass sogar der größte englische Althistoriker,
der sehr viel auch zum Symposium geschrieben hat und dem ich sehr verpflichtet bin, Oswin Murray von der Universität Oxford, und zwar vom Balliol College, an dem Boris Johnson bei ihm studiert hat, nämlich Classics, dass dieser Oswin Murray dem Boris Johnson 2018 aufgrund dieser verschärften Upper-Class-Tendenzen in seiner Regierung eine formelle Renunciatio Amicitiae geschickt hat. Also er hat ihm die Freundschaft aufgekündigt, die an sich zumindest in der Upper-Class-Solidarität da war. Das zeigt an, wie stark doch gewisse zentrifugale Tendenzen in England da sind, die jederzeit, wenn man nicht die Gewöhnung des Volkes an diese Zustände voraussetzen könnte, sich stärker auswirken könnten. Sie haben das vorhin erwähnt, vielleicht darf ich das hier einfügen. Ich habe verschiedene Quellen verwendet. Einmal natürlich die Theorie eines bestimmten nationalen gesellschaftlichen Zustandes, wie etwa jetzt gerade bei England. In anderen Fällen aber, beispielsweise auch was Frankreich angeht, die zu bestimmten Zeiten komplexeren Beobachtungsmöglichkeiten sozialer Verwerfungen durch die Literatur. Das ist etwa im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert der Fall, sodass meine Evidenz für verschärfte Probleme in Frankreich beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts von Proust stammt, nicht etwa von Historikern oder Soziologen oder dergleichen. Einfach weil die Literatur zu dieser Zeit, das ist mein Postulat, aber nicht nur meines, über die komplexeren Beobachtungsmöglichkeiten verfügt. Zu anderen Zeiten aber kann man durchaus natürlich Geschichte und Soziologie und dergleichen Wissenschaften in historischer Form verwenden. Wenn Sie etwa ans Mittelalter denken, da haben wir eine Gesellschaft, eine Adelsgesellschaft, die zwar eine ganze Reihe von sympotischen Veranstaltungen pflegt, Feste aller Art und so weiter, aber sich mit diesen Veranstaltungen auch zum Teil jedenfalls ruiniert, weil diese Veranstaltungen gemacht werden, um anderen zu zeigen, dass man es besser kann, dass man mehr hat, dass man prachtvoller die Feste gestalten kann und so weiter. Nicht aber, weil man am Sympotischen überhaupt interessiert ist. Also das lässt sich den Historikern, ganz, ganz normalen Historikern, ohne weiteres, denke ich, entnehmen. Ja, das wäre also als Erklärung zu den verschiedenen Quellen, mit denen ich operiere. Und wo ich auch meine, dass man da keinerlei Einheitlichkeit pflegen muss. Also keine einheitliche Theorie der Veränderungen gibt, die das Symposium problematisch werden lassen. Oder sympotische Organisationsformen problematisch werden lassen. Das bringt mich zu dem Kapitel, das Sie, in dem Sie sich, oder den beiden Kapiteln, in dem Sie sich mit der Frage beschäftigen oder mit dem Phänomen beschäftigen, dass auch wenn es sozusagen keine sympotische Verbindlichkeit für die heutigen europäischen Gesellschaften zu geben scheint, und vielleicht müsste man die amerikanische auch gerade nach den Trump-Jahren hier noch hinzunehmen, so scheinen sich ja sozusagen Gesellschaften mit solchen symposionhaften Formen der Geselligkeit zu bilden, Geheimgesellschaften bis hin zu mafiösen Zusammenschlüssen. Sie berufen sich da unter anderem ja auf den auch in Deutschland sehr berühmten italienischen Intellektuellen und Mafia-Forscher Saviano. Könnten Sie uns das noch ein bisschen erläutern, diesen Aspekt? Also meine These, die dem zugrunde liegt, ist, dass im Laufe der Neuzeit mit dem Einschnitt, leider Gottes mit dem Einschnitt des 18. Jahrhunderts, der wird von allen möglichen Leuten bemüht, auch von den Soziologen, mit dem Einschnitt im 18. Jahrhundert, auch im Zuge der Entwicklung von Nationalstaaten, die Probleme für Individuen
und auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgrund der Differenzierung der Gesellschaften größer werden. Deswegen kommt es dazu, dass sich Geheimgesellschaften oder Geheimbünde bilden, die dem zumindest in ihren Überlegungen und ihren geheimen Veranstaltungen abzuhelfen versuchen und dann, wenn die Lage besonders sich verschärft hat, auch tatsächlich durch Revolution abzuhelfen versuchen. Es ist ja ganz klar, dass sowohl bei der Französischen Revolution wie auch bei der amerikanischen, also bei der amerikanischen Unabhängigkeit, eine ganze Reihe von Mitgliedern der Freimaurer beteiligt waren. Das ist keine große Evidenz, aber man kann es zumindest erwähnen. Und je länger solche Probleme bestehen, und sie bestehen in Italien ja ziemlich lange, also etwa Sizilien ist leidet sehr lange unter den Nachwirkungen des Feudalismus, sodass die Spannungen zum Festland Italien immer mehr oder weniger bestanden haben. Je länger solche Spannungen bestehen, umso mehr werden sich Formen bilden, die das in irgendeiner Weise zu ändern versuchen. Und das waren mal die Geheimgesellschaften. Sie sind inzwischen nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr wesentlich. Aber das Ganze hat sich auf das Feld des Kriminalromans verlagert. Und das ist eine Entdeckung, die mir scheint, von der ich glaube, dass ich sie gemacht habe, dass nämlich kurioserweise im Kriminalroman, der einerseits zeigt, wie gefährdet unsere Wirklichkeit ist, auch und gerade in modernen Staaten, dass sich im Kriminalroman und gleichzeitig aber zeigt, wie diese Gefährdung gelöst und beherrscht werden kann durch den Detektiv, dass sich in diesen Prozessen so etwas wie Neubildungen symbolischer Elemente zeigen. Das heißt, auch eine Art Gegenbewegung gegen die dominierenden Tendenzen dieser Gesellschaften. Das, denke ich, sollte Ihre Frage zumindest ansatzweise beantworten. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, vielleicht bin ich etwas abgeschweift. Nein, das ist akkurat, also sozusagen ja auch das Kernproblem, was uns, glaube ich, auch als einfache Bürger und Beobachter unserer Gegenwart beschäftigt. Was wären heute symbotische Äquivalente zum Symposion der antiken Welt? Sie sprechen von den Partys, von Salons im 18. und 19. Jahrhundert. Also es gibt ja verschiedene sozusagen Geselligkeitsformen, die, und da finde ich, ist das Spannende, die Frage heute, wie bringen diese Formen unter einen Hut zum einen die Exklusivität einer Gruppe, die ja irgendwie für sich ein dichtes Netz an Austausch und Kommunikation sicherstellen will, und wie geht sie aber zugleich mit dem demokratischen Anspruch der Gesellschaft um, in der sie sich bewegt. Sie hatten für das Beispiel England eben diese sehr ausgeprägte aristokratische Exklusivität auf Kosten des demokratischen, zumindest sozusagen der Inszenierung im demokratischen Sinne angesprochen. Wie würden Sie das, sagen wir mal, jetzt gerade auch wieder in Covid-Zeiten für die Gegenwart zum Beispiel in Deutschland sehen? Also wo sehen Sie sympotische Äquivalente oder eben Neuerfindungen, die auf dieses Doppelbedürfnis Exklusivität und demokratische Verständigung reagieren? Ja, also Neubildungen sehe ich eigentlich noch nicht. Ich sehe nach wie vor relativ scharfe Grenzen zwischen den verschiedenen, zumindest ansatzweise symbolischen Einrichtungen. Ein Gesangverein ist ein Gesangverein, aber darüber hinaus relativ wenig. Und das gilt für alle anderen Assoziationen und Institutionen dieser Art auch. Was man bräuchte, in Deutschland zumindest, denke ich, zunächst einmal bräuchte, und das müsste sich eigentlich relativ leicht machen lassen, wäre da nicht eine lange Geschichte dahinter, wären kommunikativ andere Stilformen. Das heißt, eine andere Art und Weise, miteinander zu reden, was
was mir auffällt, unangenehm auffällt und auch sehr viel an sozialer Effektivität unterbindet, ist die Aggressivität, die leerlaufende Aggressivität in Diskussionen beispielsweise, unter denen dann natürlich politische Prozesse ablaufen, die man nicht sieht, aber man sieht die Art der Diskussion, die relativ ziellos ist und wenig bringt. Das wäre für mich ein erster Schritt zurück zu sympotischen Möglichkeiten, das anders miteinander reden, was natürlich in Covid-Zeiten schwierig ist, weil man da nicht zusammenkommen kann oder weniger zusammenkommen kann, um dieses Reden dann miteinander durchzuführen. Aber für nach Covid-Zeiten würde das auf meiner Agenda stehen. Wir haben ja in Deutschland und in anderen Ländern gibt es analoge Probleme. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur auf Deutschland herumhacken will, aber in Deutschland seit der Reformation im Grunde ein verschärftes Klima der Auseinandersetzung zwischen den Konfessionen. Nicht zuletzt heißen die Protestanten Protestanten, weil sie immer protestiert haben. Und das ist kein Vorwurf, aber es ist ein historischer Zustand, der sich doch ziemlich nachteilig auswirkt. Das heißt, solche Stilformen der Kommunikation, die müssten sich zunächst einmal, müsste man abschleifen, ihres Stachels berauben, dann so, wie man es an der Villa Vigone machen kann. Tatsächlich hat mich natürlich Ihr Buch auch deswegen fasziniert, weil eben dieses gesellige und zugleich intensive Miteinanderreden, das scheint mir tatsächlich ja eine Lebens- und Kommunikations- und Austauschform zu sein, für die Villa Vigoni buchstäblich ein bisschen steht. Also hat mich nicht nur Ihr Buch immer wieder sozusagen das Ganze vor dem Spiegel unserer eigenen Einrichtung sehen lassen, sondern ich danke Ihnen auch für dieses Schlusswort.